Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Ace, dem verrückten Hutmacher, unterwegs, dem nächsten Skin aus der Alice im Wunderland-Kollektion, und wir haben folgendes Setup mit dabei: schnell und leise, elterliche Fürsorge, Frontal und Täuschung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Los geht's. So, Azarovs Ruhestätte, Leute. Und Ace hat Bock. Let's go. Da vorne rechts ist jemand gewesen. Ich werde mal hier einfach rangehen. Oh, schon wieder Dredge. Okay. Gut. Natürlicher Verfolger. Und ich bin in dem geilsten Ding hier, wo ich überhaupt nicht wegkommen werde. Stark. Schaffe ich leider nicht. Nice. Zum Glück ist der genauso schlecht mit Blight wie ich. GG. Da hatten die anderen auf jeden Fall schön Zeit, die Gens zu machen. Der eine geht auf jeden Fall noch fertig. Aber ich finde, mit der Jagd bin ich zufrieden. Gegen den Blight. Habe ich eben Dredge gesagt? Ich glaube, weil wir eben über Dredge geredet haben, oder? Julie, haust du rein? Mach dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Hey, Respekt, moin moin. Krumschers hat, glaube ich, schon Feierabend gemacht. Der ist schon unterwegs. Aber viel Spaß mit dem Sub. So, leider ist der andere Generator nicht mehr fertig geworden. Ist aber nicht so wild. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt hier drüben nochmal einen machen, damit wir den Free Gen nicht haben. Geil. Nächste Person ist down. Nice. Ja, ich habe auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn es klappt. So, Mittwoch habe ich immer GNG geplant, aber sonst, die anderen Tage, bin ich eigentlich relativ flexibel. Ich check mal so, wie Leni arbeitet, wegen Hundi und so weiter, aber eigentlich, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, heute hat. Oh, shit. Entschuldigung. Rumschosser hat heute dick rausgehauen, ey. Da wird wieder gegönnt. Wird da wieder Tunnelpunkt Exe gestartet oder was? Haben wir wieder so einen Low Bob? Du stinkst. Der kleine Stinker möchte bitte im Spieleparadies abgeholt werden. Geil, nächster Gen geht an. Kling! Okay, nice. Zweitausendsechzehn, da waren noch wilde Zeiten. Ah, herrlich, Leute. Der verrückte Hutmacher. Guckt ihn euch an. Zum Glück kann man hier richtig gut gucken, wo der Killer herkommt. Oh, ich check mal hier die Umgebung. Okay, sieht alles nach Hut aus. Sieht Hut aus. Verdummt. Ach, Leute. So.
Es ist aber die Dinge sind ja gerade die Yui. Vielleicht kann ich auch entspannt hier mein Dings fertig machen, mein Generator. Wir sehen nicht den Macher, sondern nur den Hut. Ja, warte mal. Es geht nicht. Wir können leider nur seinen Hut angucken. Ach man, jetzt will er schon wieder zu mir oder was? Also geil, wenn die Person jetzt hier reinrennt. Renn an mir vorbei, renn an mir vorbei. Renn hier rein, renn hier rein. Ah, schade. Sie weiß natürlich nicht, dass ich Frontal habe. Wenn das jetzt wieder SWF wäre, Leute. 10 von 10. Ärgerlich. Ärgerlich. Frontal. Hab ich nicht frontal gesagt? Doch, oder? Achso, wegen. Okay, verstehe, Jesse. Ja, okay. Da weht der Wind wieder her. Der Skin ist aber einfach auch schon lustig, muss man sagen. Dein Lieblingsfilm ist der, wo Johnny Depp den Hutmacher spielt. Ich weiß gar nicht, gibt es noch andere Filme? Also die. Ke Davon gibt es ja, glaube ich, zwei, oder? Leute, ich glaube, die Kate zieht durch. Soll ich schon Richtung Ausgang gehen? Guck mal, er ist ja eh hier. Da vorne ist er. Dann kann die Kate auf jeden durchziehen. Dann gehe ich direkt an Ausgang. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für Blight, für Blight. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für Blight. Lal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 a. Hatte die Ada Adre? Du bekommst irgendwie Bock, Alice im Wunderland. Ey, erste Watch-Party, Leute. Ich mach auf und wir tanken. Ada, let's go. Geil. Ada, wir wollen dich noch befummeln. Ach, keine Faxen. Pass auf, dass dir ein paar Haare am Sack wachsen. Blöp. Raus mit uns. Die Kate ist drüben, Leute. Alles easy. Den Blight haben wir da immerhin hier. Ganz gut. Ja, da ist die Kate auch raus. Mann, Kate ohne Alice im Wunderland-Skin. Das gibt minus Rap auf Steam-Profil, Leute. Die wird reported. Ach, GG. Ja, tödlicher Verfolger war am Anfang direkt klar, ne? Als ich da so blöde rumstand und überhaupt nichts gerafft habe. Da hätte ich auch eins und eins zusammenzählen können, aber Mathematik war noch nie meine Stärke. Schattengeborener. Okay, GG. Lasst ein Like da und seid auch beim nächsten Mal wieder da. Haut rein. Ihr habt gehört, was der Glatzkopf im Video gesagt hat. Lasst gerne ein Like da. Ich schalte dann für die Leute, die jetzt ein Like dagelassen haben, noch eine zweite Runde frei, weil die erste war ja ein bisschen kurz. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind natürlich wieder mit Alice unterwegs und wir haben das Lass mich gerne liegen Setup mit dabei. Let's go. Der Grubenschacht. Ich hoffe, ich habe nicht noch irgendwo Schokolade im Bad hängen. Ansonsten, jeder Fetisch muss bedient werden. Letztes Mal, als wir Grubenschacht gespielt haben, war gegen Wesker. Das war eine legendäre Runde. Mit einer sehr kranken Verfolgungsjagd, wo auch wieder ein bisschen Glück reingetriggert ist, möglicherweise, munkelt man. Ich sag, das war alles Skill. Dieser Schokoladenbart! Oh! Jetzt bist du erstmal primär für mehrere Wohngruppen in Botfeld in. Ah, okay. Ja, cool. Dann drücke ich dir die Daumen, dass alles läuft soweit, dass die Leute auch cool sind und so. Das ist auch wichtig. Hallo Julie, moin moin. Na, wie geht's dir? Ich hatte vorgestern eine Nachricht gelesen. Ey, sorry, die ist komplett untergegangen. Wenn du Bock hast, müssen wir mal für nächste Woche einen Tag ausmachen, wo wir ein bisschen zocken, wenn du magst. Also, ich habe auf jeden Fall Bock. Im März war leider ein bisschen viel bei mir so, was abging und dann habe ich viel überlesen, was dann irgendwie auch so im Nachhinein noch reinkam. Du hoffst, ich hatte einen besseren Tag als du.
Okay, wenn du schon so fragst, hatte ich wahrscheinlich einen besseren Tag, weil ich war heute in der Stadt und habe eine neue Brille gekauft. Und danach war ich noch auf dem Frühlingsfest. Also ich kann mich nicht beklagen. Dachte schon, du magst meine knarrende Stimme nicht. Ja, man muss sich halt mit allem arrangieren, was willst du machen, ne? Da kannst du ja auch nichts für. Aua! Oh, ich hab fast die Quittung für den Spruch bekommen direkt, ey. Direkt aufs Maul bekommen dafür. Nee, ich hab auf jeden Fall, auf jeden Fall Bock immer auf SWF. Das macht immer mega Laune. Ich mach jetzt halt so viel, aktuell irgendwie auch alleine. Viel mit Randoms so und ist halt echt Pain oft, ne? Hier habe ich auch noch einen starken Loop. Eigentlich möchte ich... Ah, shit. Ach, Kacke, was macht er denn da jetzt? Jetzt bin ich tot. Bin ich? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott. Ich wollte den Jake jetzt halt nicht mitverkaufen, wenn ich untergehe, weißt du? Schade. Aber ich habe das Lass mich liegen Setup dabei. Er lässt mich leider nicht liegen. Jetzt werde ich wieder nicht gesluckt. All night long werde ich hier gesluckt, ey. Robbelt meinen Rücken. Hey Leute, dieses Alice im Wunderland-Outfit, das ist einfach Liebe. Ich muss mir auch mal so ein Alice im Wunderland-Outfit für mich persönlich kaufen. Warum werde ich schon wieder getunnelt? Ich werde nicht getunnelt. Man muss nur heulen. Dann bitte Cosplay im Stream. Weil so hast du weniger Skrupel, die Leute zu verkaufen. Ich weiß nicht, ich versuche eigentlich halt generell die Leute nicht zu verkaufen. Aber viele Leute versuchen halt bei SWF immer so doofe Rettungsaktionen zu machen. Wo am Ende des Tages halt nur der Killer leider profitiert. Das ist halt irgendwie immer ein bisschen schwierig. Lone Wolf, moin moin. 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Haben die hier auf der Seite schon alles fertig? Waren schnell. Dann macht man einmal den Gen Rush nicht mit und dann sind die Mates hier richtig am Ausrasten. Du hast gerade wieder voll Lust auf DBD. Ja, ich glaube, das ist, wenn man erstmal raus ist, echt heftig. Stell mal vor, du fängst jetzt erst mit DBD an. Als Studium musst du erstmal ablegen dann. Erstmal offline die Perks lernen. Ich meine, das Schöne ist, die meisten Leute spielen ja eh nur gefühlt 8, 9 Perks oder so. Und die meisten davon wirst du wahrscheinlich noch von früher kennen. Gibt's irgendeinen Hyperfokus vielleicht? Aber sonst keine Ahnung, ob es überhaupt einen Perk gegeben hat während deiner Pause, was es nur annähernd in die Meta geschafft hat. Ansonsten immer die ganzen Klassiker halt, ne? Man darf gespannt sein, wie es mit Dead Heart aussieht. Stimmt, Totenschalter geil. Obwohl, das ist ja auch schon wieder die Frage, das könnte schon wieder bald ja auch dann raus sein. Also das könnte bald sich erledigt haben, vielleicht sogar wieder. Weil Geißelhaken, also Pain Resonance, haben die ja komplett wieder kaputt gemacht eigentlich. Gibt ja keinen Grund mehr, das zu spielen. Eiserner Wille ist RIP, ja. Wenn da jetzt jemand mit Kopfhörern spielt, kannst du knicken. Ja.
So, er jagt meinen anderen. Na gut, okay. War hier hinten auch ein Ausgang? Ja. Da ist der Ausgang. Ah, verstehe. Oh, die hat mich gerettet vorhin. Nice. Der richtige. Ja, aber das Problem bei Eiserner Wille ist halt. Ich weiß nicht, ob das Video auf YouTube kommt, aber ich hatte irgendwann mal gegen jemanden mit Eiserner Wille gespielt. Letzter Survivor war auch verletzt und dann habe ich den halt easy gehört, obwohl er Eiserner Wille dabei hatte. Also, wenn du ein Headset auf hast, hörst du es halt. Weil es halt keine 100% mehr macht, sondern nur 75. An beiden Ausgängen ist jetzt jemand dran. Hey, die Runde ist aber so ein bisschen an mir vorbeigeflogen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Aufwärmrunde für YouTube, oder was? Noch niemand dead on hook. Ich mach mal 99. Der ist jetzt dead on hook. Ist aber easy raus eigentlich, ne? Ja, stimmt. Mit seinem eigenen Survivor hört man natürlich auch, ja. Da hinten geht's hin. Nice. Ich wäre raus. Die andere ist auch raus. Okay, nice. GG. Ah, herrlich. Ja, gut. Schade, unsere Verfolgungsjagd hätte ein bisschen cooler sein können. Jane röchelt auch immer so rum. Oder Claire. Ist auch ein ganz besonderes Schneeflöckchen. Calcium. Ja, gut. Ach, Barbecue war dabei. Interesting. Ist mir gar nicht. Achso, ich habe ja gar nicht diesmal Verzerren dabei gehabt. Schöne Map, nichts mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Irgendwie zu viel im Chat gelesen. Kein Plan. Auf einmal war die Runde schon vorbei. Aber wir haben sogar die meisten Punkte geholt. Ja, scheinbar waren wir gut. So, ich hoffe, ihr könnt bestätigen, dass es jetzt eine gute Runde gewesen ist. Falls ihr es noch nicht gemacht habt und geschummelt habt und die zweite Runde einfach geschaut habt, ohne ein Like dazulassen, dann lasst jetzt ein Like da. Danke auf jeden Fall für den Support, Leute. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video. Und euch nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.